Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer auf dem Let's Play Tabletennis Kanal. Heute gibt es eine neue Ausgabe von Tischtennis lernen. Thema der heutigen Folge ist der rückhandorientierte Angriffsspieler. Und wir wollen in dieser Folge klären, was diesen Spieler ausmacht, wer das vielleicht ist. Und zudem wollen wir die Stärken sowie Schwächen euch mitteilen, was diesen Spieler ausmacht. Und zu guter Letzt im Anschluss haben wir noch einige Videosequenzen aus der Tischtennis Bundesliga bekommen. Dazu herzlichen Dank an die TTBL Sports GmbH, die uns freundlicherweise das zur Verfügung gestellt haben. Und das nutzen wir natürlich gerne für diese Folge, um hochqualitativen Sport zu sehen und anhand der Profis zu erklären, wie das gut aussehen kann. Das sei alles gesagt und ja, wenn euch das gefällt, dann lasst doch gerne ein Like da und falls noch nicht getan, abonniert doch gerne diesen Kanal und ja, wir freuen uns natürlich wieder über jeden Abonnenten, der noch dazukommt. Lasst uns starten! Die meisten von uns werden sicherlich Dmitri Ovtcharov kennen, der zusammen mit Timo Boll der beste deutsche Tischtennisspieler aktuell ist und auch einer der besten weltweit. Dmitri Ovtcharov zeichnet sich dadurch aus, dass er ein sehr, sehr rückhandorientiertes Spiel hat. Gerade in den Anfangsjahren, vor 10 Jahren, hat er sehr rückhandorientiert gespielt. Mittlerweile ist er zu einem kompletteren Spieler gereift. Aber trotzdem ist seine Schokoladenseite die Rückhandseite. Und aufgrund dessen wollen wir mal ein bisschen erklären, was sind denn die Stärken und was sind die Schwächen eines Rückhandspielers und wie muss man gegen solche Spieler spielen. Erste Sache ist, der Rückhandspieler hat natürlich in der Rückhand seine Schokoladenseite und somit sind der Rückhandflip bzw. alle Rückhandrückschläge sehr stark von ihm und natürlich der Rückhandtopspin und Rückhandschupf, insofern er ihn nutzt. Die Vorhand ist die schwächere Seite des rückhandorientierten Spielers. Da er ja sehr oft parallel mit den Beinen steht, müsste er sich auch immer öffnen und das kostet Zeit. Und deswegen will er möglichst viel mal mit Rückhand abdecken und wandert gerne auch in die Tischmitte. Zweite wichtige Sache ist, wie man einen rückhandorientierten Spieler erkennt, auf die Schlägerhaltung zu achten. Wir wissen ja vielleicht noch, Neutralhaltung ist genau in der Kerbe zwischen Daumen und Zeigefinger. Und wenn sich jetzt der Schläger mehr zum Zeigefinger dreht, das hat auch was mit der Handgelenksdrehung zu tun, hat man eine rückhandorientierte Schlägerhaltung. Zudem kann man, das ist ein netter Nebeneffekt, mit dem Daumen Druck aufbauen, ja, um diese Rückhandschläge in einem perfekten Winkel zu starten. Ja, ein vorhandorientierter Spieler, nochmal ganz kurz zum Vergleich, hat er den Schläger mehr zum Daumen gedreht und kann hier viel Druck aufbauen. Handgelenk ist zugedreht. Und das sind die Unterschiede der Schlägerhaltung. Und die sind immer ganz, ganz wichtig, um auch einen Spielertypen zu erkennen. Wie muss man gegen einen rückhandorientierten Spieler spielen? Also folgende Platzierungen sind immer sehr, sehr gut anzuspielen. Zum Beispiel kurzen Vorhand. Das ist nämlich die schwierigste Platzierung für diesen Spieler, um mit der Rückhand ranzukommen und muss dann meistens auch mit der Vorhand dran. Außerdem alle Schläge in die Vorhand, da dies seine schwächere Seite ist und das immer eine gute Taktik ist, ihn dorthin zu bringen und diese Schläge ausführen zu müssen. Aber wir erinnern uns nochmal daran, der Spieler geht ja gerne in eine Grundstellung in die Tischmitte und sein Wechselpunkt, der zum Beispiel beim vorhandorientierten Spieler ist, der Wechselpunkt ja hier irgendwo, je nachdem, wo der Ellbogen des Schlägerarms ist. Er steht aber hier und wenn er jetzt hier mit der rückhandorientierten Haltung steht, ach, hier ist der Wechselpunkt zum Beispiel. Ellbogen, Wechselpunkt, spielt ihn da ganz hin, dahin. Da muss er die Entscheidung treffen, wird er hier noch Rückhand spielen wollen oder muss er sich zur Vorhand öffnen? Und das kostet Zeit, die Verarbeitungsprozesse, um einen guten Schlag hinzubekommen. Außerdem, durch das Wandern immer in die Mitte, steht er dann einfach hier besser da. Aber die Seite ist dann doch wieder ganz offen. Eigentlich seine Schokoladenseite. Aber wenn man das sieht, Augen auf,
dann hierhin spielen, weil dann muss die Bewegung hierhin erst kommen und bei diesem Highspeed-Sport-Tischtennis fast nicht möglich. So, jetzt kommen wir noch zu unserem Praxisbeispiel und wir haben hier aus der Tischtennis-Bundesliga ein Spiel von Alvaro Robles gegen Timo Boll. Und ja, Timo Bolls Kontrahent in diesem Spiel hat eine rückhandorientierte Prägung in seinem Spiel und da haben wir uns jetzt einige Sequenzen mal ausgesucht, um euch eine Taktik dazu erklären. Los geht's mit dem ersten Ballwechsel. Ja, was ist hier zu sehen? Timo Boll ist der Rückschläger und spielt einen kurzen Unterschnittball über die Tischmitte. Daraufhin schupft Robles Timo Boll in die Rückhand an und Timo selbst zieht einen Rückhand-Top-Spin und wirklich die Betonung liegt auf Spin in den mittleren Tischbereich. Ist nicht ganz vielleicht Wechselpunkt, aber ist auch nicht direkt in den Schläger. Also kann man schon sagen, dass da die Mitte anvisiert war und Robles konnte daraus nichts herausbekommen. Das ist die generelle Taktik. Ja, das ist hier die klassische Methode Mitte außen, die Timo anwendet und die wir auch ein bisschen gerade erklärt haben, was denn so die Schwächen auf einmal sind eines rückhandorientierten Spielers. Timo setzt seinen ersten Ball wieder in Tischmitte und Robles geht natürlich mit der Rückhand dran nach seinem eigenen Aufschlag. Und Timo erkennt das mit einer ganz schnellen Bewegung und spielt ihn tief in die Rückhand an, wo Robles erneut zu spät kommt. Ja. Mitte außen. Ja, jetzt geht die Wandergeschichte immer weiter los. Jetzt aber macht das Robles gut. Timo Boll macht einen Umkehraufschlag noch ein bisschen weiter in die Vorhand. Das mittlerweile der Wechselpunkt geworden ist in dem Spiel, weil Robles ja sehr rückhandlastig die Bälle annimmt. Und ja, kann man sagen, dass Robles jetzt hier umspringt. Aber jetzt macht er es gut. Er schafft es, den Ball richtig gut zu treffen mit seinem Rückhandflip und spielt einen parallelen Ball in Timos tiefe Rückhand, der damit auch nicht wirklich gerechnet hat und sofort einen Fehler produziert. Ja, und dann noch zu guter Letzt zwei Ballwechsel hintereinander beim Stand von 9:5. Boll macht auf einmal einen überraschenden Aufschlag in die tiefe Rückhand, auch gar nicht so lang. Robles ist schon davor gewandert in Tischmitte, weil er wieder den Aufschlag da erwartet und eiskalt erwischt. Und der letzte Aufschlag. Wieder das gleiche Prinzip mit einer anderen Aufschlagsplatzierung. Diesmal spielt Timo ihn in Mitte bis Rückhand an. Robles eröffnet mit einem Rückhand-Spin-Flip, der nicht wirklich Druck erzeugt. Timo hat Zeit, sich richtig zu stellen und zieht den ersten Toppi kompromisslos in den Wechselpunkt von Robles. Erneut direkter Punkt. So, dies war das Video zum rückhandorientierten Spieler, was diesen Spieler ausmacht. Habt ihr denn noch Empfehlungen und Tipps oder Hinweise für uns und für die Community, wie man gegen rückhandorientierte Spieler spielt? Das, was wir jetzt vielleicht nicht genannt haben. Das wäre sehr interessant. Schreibt das gerne bei uns in die Kommentare. Ja, Schlusswort. Was kann man dazu sagen? Beschäftigt euch mit der Taktik. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Element, um sein Spiel weiterzuentwickeln und auch bessere Ergebnisse zu erlangen. Denn es gibt mal den rückhandorientierten Spieler, mal den vornorientierten Spieler. Im nächsten Spiel gibt es vielleicht den Abwehrspieler mit Unterschnitt. Im Spiel darauf gibt es dann den beidseitig spinorientierten Spieler und dann kommt vielleicht ein Blockspieler. Ja? Und es sind so viele unterschiedliche Systeme und irgendwie werdet ihr wahrscheinlich alles mal erleben. Und dann ist es super, super wichtig, jedes Mal eine Taktik dafür zu haben, wie man gegen solche Spieler bestehen kann, um gute Ergebnisse zu erreichen. Bis dann, euer Let's Play Table Tennis Team. Ciao.